Es ist Mittwoch, der 30. April. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich tue da gerade das Gewicht stemmen. Ich hoffe, ich möchte es wirklich aufbringen. Also, ich drücke mich nicht ganz. Ich hoffe wirklich, ich bringe es noch ein bisschen auf. So. Seht ihr, immer hoffe ich, ich schaffe es. Ich hoffe, ich möchte das Gewicht. Ich hoffe, ich werde fertig mit dem, was in diesen Köbeln ist hier von meinem Leben. Sachen, die ich nicht mehr brauchen kann, Krankheiten, Probleme von mir selber, Probleme, die über mich ausgehen. Ich hoffe, ich möchte das noch etwas stemmen für die nächsten paar Jahre. Ich bin schon ein bisschen dran und es ist jetzt immer noch gegangen. Und ich hoffe wirklich, es geht bis hin aus. Hoffe ich. Ja. Manchmal ist man fast nicht mehr. Aber ich erinnere mich, was im Römer im 8. Kapitel steht, im 25. Vers. Wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Geduld. Und dann meine ich aber wieder ein bisschen, weil ich weiss, es ist doch immerhin ein Vers aus der Bibel. Und es gibt ihm auch noch ein bisschen Rückgrat und gibt ihm auch noch gerade wieder ein bisschen Schub Kraft. Und ich hoffe, dass ich es durchhalte. Und ich hoffe immer noch. Aber es geht eben fast nicht mehr. Und vielleicht habe ich etwas falsch verstanden. Ich habe das Gefühl, dass etwas ist da ganz anders. Das ist ja... Das dreht ja mich. Ich muss ja das gar nicht tragen, das dreht ja mich. Ich glaube, das ist ja wie ein Reiteplampi. Ich hänge dran, aber nicht nur ich. Sogar da die lästigen Gewichte, die Kübel von meinem Leben, die hänge ich auch dran. Ganz eine coole, lockere, erfrischende und gute Sache ist ja das. Ich glaube, ich habe das Wort bis jetzt ganz falsch verstanden. Ist das schön. Hoffnung, die einem trägt. Ist eben nicht eine Stimmkraft der Christen, ist nicht eine psychische Kraft, sondern ist etwas außerhalb von uns. Etwas, das uns trägt. Was dürfen wir hoffen? Wir dürfen hoffen, was uns verheißen ist. Wir dürfen hoffen, was Gott uns zugesprochen hat. Wir dürfen hoffen, wie der Paulus immer sagt, auf die Erlösung, sie wird kommen. Wir dürfen hoffen auf das Heil. Wir dürfen hoffen auf das kommende Reich. Es wird kommen. Wir müssen nicht stemmen und dann kommt es dann, sondern es kommt. Wir dürfen hoffen auf die Sachen, die Gott uns persönlich zugesprochen hat. Je deutlicher, dass wir es von ihm selber gehört haben, desto mehr ist das eine objektive Hoffnung. Etwas, das uns trägt. Etwas, wo wir drin hängen können, wo wir uns drin entspannen können. Und ebenfalls Sachen, die über unser Leben ausgehen, die vielleicht unsere Gemeinde betreffen, unsere Familien, was Gott uns zugesprochen hat, gemeinsam. In dem dürfen wir uns relaxen. Hoffnung ist eigentlich, so gesehen, das neutestamentliche Wort für relaxen. Sich entspannen. Sich entspannen in den Tatsachen, die sind und die kommen. Was Gott selber verheißen hat. Auch im Alten Testament stoßen wir auf die genau gleiche Entspannung. Zuerst stehen es auch noch ein nach Stimmen. Das heisst, unsere Seele hart auf den Herrn. Aber nachher kehrt sofort wieder die Ruhe ein, der sichere Grund, der einfach ist. Er ist uns Hilfe und Schild, steht im Psalm 33, Vers 20. Das wünsche ich uns allen zusammen für einen heutigen, relaxten, ruhigen, heiteren, gelassenen Tag.